Bilder kannst du auf verschiedene Arten in OneNote einfügen. Eine Möglichkeit ist, das Bild direkt zu nehmen in die Datei und sie in OneNote hineinzuziehen. Weitere Möglichkeiten bietet das Menü Einfügen und dann hier über Bilder. Jetzt kann man beispielsweise aus einer Datei einfügen, da musst du zuerst ein Bild suchen und dann auswählen. Eine andere Möglichkeit ist es, das Bild direkt von der Kamera einzufügen. Das geht allerdings nur auf einem Gerät, wo du eine Kamerafunktion hast, also einem Smartphone oder einem Tablet, allenfalls auch von einem Notebook. Oder du kannst das Bild direkt online suchen. Da geht dann das Suchfenster auf, hier kannst du einen Begriff eingeben und dann dieses Bild entsprechend einfügen. Auch hier macht es Sinn, wenn man sich innerhalb des gleichen Textfensters befindet, damit das Bild, falls man Text vorher oder nachher einfügen möchte, immer mitgeschoben wird und man dann eben Text ergänzen kann, ohne dass es durcheinander gerät.